könnt dieses Jahr noch ein kleines Backvideo hochladen. Ich habe nämlich dieses Jahr ein bisschen was anderes gebacken als sonst. Zum einen weihnachtliche Muffins. Also habe ich so noch nie gegessen. Normalerweise backt man ja mal so Kekse, ganz traditionell. Aber Muffins habe ich diesmal gemacht. Auch solchen coolen Silikonförmchen. Gut, die muss man jetzt nicht haben. Ist einfach nur schön anzusehen. Aber es gibt ja auch so Muffinförmchen, so ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Und dann, ja, ich habe mir einen Mann gebacken. Ich habe mir diesen kleinen Lebkuchenmann unter anderem gebacken. Ja, das ist jetzt meiner. Ja. Und wie man das ganz einfach machen kann, zeige ich euch jetzt. Ich fange mit dem Lebkuchenmann an. Was ich noch eben sagen wollte, die Lebkuchenmänner kann man nicht last minute machen. Da braucht man schon so 2 Tage für. Wir fangen an mit einem Esslöffel Orangenschale und vielleicht noch ein bisschen Orangenzucker, wenn ihr habt. Dann insgesamt, wie viel Honig? 200 Gramm Honig, das ist echt sehr viel. Dann Zucker, nämlich Braunzucker genommen. Butter. Ich schreibe die Mengenangaben lieber mal in die Infobox, ist besser. Dann kommt noch die Zartbitterschokolade hinzu, ein bisschen Wasser. Ja, und das kann man dann unter ständigem Rühren erwärmen. Und vielleicht habt ihr auch so 2 kleine süße Helferlein an eurer Seite. Dann kann es auch weitergehen mit Mehl, Lebkuchengewürz, Pottasche. Ja, was ganz komisches finde ich. Also, ich habe es auch noch nie gehört. Backpulver wird dann noch dazu gemischt. So sieht diese Schoko-Honigmasse jetzt aus. Und die wird dann einfach zu den trockenen Zutaten quasi dazu gemixt und dann alles gut durchgemixt. Ihr wisst, was ich meine. So sieht der Lebkuchenteig dann aus. Der wird dann erstmal so ein bisschen noch geformt und dann ordentlich nochmal zu einem Teig geformt. Dann in Frischhaltefolie verpacken und über Nacht stehen lassen. Zum Ausstechen den Teig dann auf 5 Millimeter dick ausrollen. Oh Mann, ich kann Millimeter nicht sagen. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, die Form auszustechen. Also da zeige ich euch gerade mal. Dann haben wir natürlich den Lebkuchenmann. Dann haben wir eine Mütze. Dann haben wir noch eine Zuckerstange, aber die habe ich jetzt nicht benutzt. Eine Krawatte und Knöpfe. Und wenn man dann alles ausgestochen hat, kann man auch mal probieren, oder? Also ich muss ja erst testen, ob es schmeckt. Ja, beim Backen müsst ihr ein bisschen gucken. Also wir sind dann auf 150, 130 Grad Umluft gestellt. Davor natürlich vorgeheizt. Ja, uns sind die ersten ein bisschen verbrannt. Hier seht ihr jetzt die fertigen. Und jetzt seht ihr mal den etwas verbrannten. Ja, ihr müsst einfach schauen. Unser Ofen ist irgendwie immer viel zu stark. Mit Zuckerguss habe ich dann die einzelnen Teile zusammengeklebt. Also der Zuckerguss besteht aus 100 Gramm Puderzucker, dann ein bisschen Zitronensäure und Wasser. Und ja, dann einfach bestrichen und dann die Mütze zum Beispiel auf den Kopf geklebt. Und die Krawatte. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen ja, versucht, mein Lebkuchenmännchen hübsch zu machen. Zum Dekorieren habe ich dann zum Beispiel diese Zuckerstifte benutzt oder Smarties, Schokotrops, Zuckerstreusel und so weiter. Leider war mir da der Kamera-Akku ausgegangen. So sehen sie jetzt einen Tag später aus. Ich habe vergessen, zu Ende zu filmen. Ja, ich habe meinem schon den Arm abgebissen. Entschuldigung. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, wie das so schmeckt. Ich bin auch schon ganz gespannt. Das war jetzt das erste Mal, dass wir Lebkuchen selbst gemacht haben. Und hier, ja, soll ich den jetzt anknabbern? Nein, ich glaube, ich lasse das. Ich lasse ihn noch einen Tag leben, weil er so süß ist. Ich glaube, ich knabber lieber eine Krawatte an. Die habe ich noch extra gemacht. Also schmeckt wirklich sehr gut. Es ist ziemlich, ja, kross geworden, aber ich mag das auch immer, wenn das ein bisschen mehr durch ist.
Aber Inge meinte auch, dass Lebkuchen mit der Zeit weicher wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe gar keine Ahnung. Aber schmeckt wirklich sehr gut. Man muss halt wirklich sehr aufpassen, da der sehr schnell verbrennt. Ist mir ja leider auch passiert. Dann geht es jetzt weiter mit den weihnachtlichen Muffins. Für die Muffins dann Eier, Zucker und Buttermilch Schaumig schlagen. Ich habe hier manches vergessen zu filmen, Entschuldigung. Also einfach wieder richtig gut durchmixen. In eine andere Schüssel kommt dann das Mehl, Natron und Backpulver. Das wird dann wieder untergerührt. Und dazu kommen dann noch Gewürze, zum Beispiel, wenn ihr möchtet, wie Lebkuchengewürz und Zimt. Und natürlich noch das Öl, falls ihr fast vergessen. Ich habe in der Zeit Mandarinen klein geschnitten. Die waren jetzt aus der Dose. Ich mag das einfach lieber. Die sind einfach viel saftiger. Und natürlich habe ich auch da mal wieder ein kleines Stückchen probiert, ne? Muss ja erst testen. Aber ihr macht das bestimmt auch. Die Mandarinen und die Schokotrops werden dann einfach nur so ein bisschen untergerührt. Und dann, so sieht der Teig aus, sehr flüssig, kann man den einfach in die Förmchen geben. Also wie mit diese Silikonförmchen genommen und dann noch normale Muffinförmchen. Und am Ende nochmal ein paar Schokotrops draufgelegt. Die Muffins brauchen etwa 25 Minuten bei ja, so circa 180 Grad. So sehen sie dann fertig aus und ja, man kann ja noch Puderzucker oder Zuckerguss draufgeben. Aber ich finde es so eigentlich ganz schön mit den Schokotrops und die sind richtig, richtig lecker. Okay, da wollt ihr natürlich auch wissen, wie das schmeckt. Ich muss gestehen, ich habe schon einen aufgegessen. Ich konnte mir nicht zügeln, aber ich werde natürlich nochmal für euch vor der Kamera probieren. Mir ist das irgendwie immer so unangenehm, vor der Kamera zu essen. Ich weiß auch nicht. Also, schmeckt auch sehr gut. Ja, schmeckt tatsächlich einfach ein bisschen anders als normaler Muffin-Teig, würde ich sagen. Durch die Mandarinen ist das ja durchaus ein bisschen weihnachtlich, aber fruchtig, saftig. Und die Schokostückchen gehören ja auch immer zu Weihnachten dazu. Also für mich zumindest. Ja. Und das Lebkuchengewürz schmeckt man auch ein bisschen durch. Nicht so stark. Gefällt mir sehr gut. Und der Puderzucker, ne, liegt ja schon ein bisschen auf wie Schnee. Muss ich ja schon sagen. Also falls ihr keine Kekse backen möchtet, kann ich euch das definitiv empfehlen. So. Das war jetzt mein kleines weihnachtliches Backvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendetwas nachbackt, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht ein Foto davon schickt oder einfach mir schreibt, wenn ihr was nachgemacht habt. Darüber freut mich immer sehr. Ja. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr dieses Jahr auch gebacken habt. Ich war dieses Jahr ein bisschen spät dran, ich weiß. Aber ja, was habt ihr denn dieses Jahr gebacken? Ganz traditionell Kekse. Kokosmakronen haben wir auch noch gemacht, ja. Dann wünsche ich euch noch schöne Weihnachtstage. Ich glaube, wir sehen uns davor nicht mehr. Und falls ihr keinen Weihnachten feiert, wünsche ich euch einfach nur ein paar schöne, freie Tage hoffentlich. Und bis bald. Tschüss.